Ja, moin moin und herzlich willkommen. Das soll jetzt unser Update Video Nummer 1 sein. Und zwar möchte ich euch ein bisschen erzählen, was wir bereits an unserem Stulle gemacht haben. Und ja, wir fangen mal ganz direkt vorne an. Zum ersten haben wir hier die Dichtung von der Windschutzscheibe einmal mit Sickerflex aufgefüllt, weil da lief das Wasser rein. Wir haben die Sprühköpfe von den von der Scheibenwischanlage eingestellt, weil die haben immer ins Leere gesprüht. In die Scheinwerfer haben wir neue Leuchtmittel reingemacht, und zwar diese 150% mehr Lichtleuchtmittel, ich weiß jetzt nicht, von Philips oder von Bosch oder was weiß ich. Das funktioniert übrigens sehr, sehr, sehr gut. Das kann man wirklich empfehlen. Was da vorher drin war, das war gruselig, das konnte man gar nicht brauchen. Dann haben wir uns hier so ein bisschen um die Kühlwasserleitungen gekümmert, zum Teil erneuert. Ich habe das Ventil von der Heizung wieder gangbar gemacht, sodass wir auch warmes Wasser haben. Und wir haben hier einen Unterdruckschlauch erneuert. Zusätzlich haben wir auch alle Karosseriestöße nochmal nachgedichtet. Die sind vom Werk aus ja nur teilweise abgedichtet. Wir haben die neuen größeren Rückspiegel verbaut. Die sind sogar beheizt, haben wir aber noch nicht angeschlossen. Wir haben die hässlichen Plastikabdeckungen von den Scharnieren entfernt, die Scharniere gefettet und zum Teil, wo ein Schmiernippel fehlte, ein Schmiernippel angebracht. Ja, wir haben unterm Auto auch alles komplett einmal abgeschmiert, jeden Schmiernippel einmal abgeschmiert, und ihr seht schon, wir haben einen Lenkungsdämpfer verbaut. Wir haben Spurstangenköpfe getauscht, haben die Lenkung neu eingestellt. Man kann jetzt mit dem Auto einigermaßen gut fahren. Wir haben bei den Achsschenkeln die standardmäßige Dichtung ausgetauscht und gegen Silikonbalge ersetzt. Wir haben das Schaltgestänge mit Unterlegscheiben versehen, damit wir da nicht mehr so viel Spiel haben. Wir haben alle Riemen gewechselt, wir haben alle Flüssigkeiten gemacht, wir haben alle Filter gewechselt, wir haben Zündkerzen gewechselt, halt alles, was man so beim Motor den Gutes tun kann. Zusätzlich haben wir vorne bei den Bremsen auch die Bremsbeläge getauscht. Die Scheiben, die waren noch gut, die haben wir drauf gelassen, aber die Bremsbeläge, die waren dran. Ja, hier drinnen haben wir viel Elektronik rausgeworfen. Hier waren viele Sachen, die nicht angeschlossen waren, die komisch waren, Kabel, die ins Leere führten. Einen neuen Sicherungskasten habe ich eingebaut, der alte. Nur der ist da unten. Ja, das kann man aber auch in unserem Elektronikvideo sehen, wie das vorher alles aussah. Das war ganz schön wild. Ja, genau, der alte, da waren Sicherungen verbaut, die kriegst du in Deutschland gar nicht. Dann haben wir einmal neue Sitze. Das sind alte Defender-Sitze. Wir haben den kompletten Wärmetauscher überarbeitet. Wir haben das Heizungsgebläse umgebaut. Da ist jetzt das von Pajero drin. Wir haben erfahren, welche Schalter für was sind. Ja, genau. Also bei uns ist das auch ein bisschen anders als bei anderen anscheinend. Der obere Schalter ist bei uns nämlich für die Untersetzung und der untere ist Allrad. Wir haben die Instrumententafeln auf Rot-LED umgerüstet. Ja, auch hier haben wir einige Schläuche ersetzt. Und wie gesagt, Zündkerzen getauscht, Triebflüssigkeiten getauscht, Kühlmittel getauscht. Werden wir aber auch nochmal reinigen, den ganzen Kühler. Weil, naja, obwohl mittlerweile sieht er schon wieder ganz gut aus. Ja, halt alles das, was dem Motor gut tut. Ja, mit der Mängelliste sind wir jetzt schon ziemlich weit. Die großen Punkte, die jetzt noch kommen, sind einmal die Schaltung.
Ah, beziehungsweise die Schaltkulisse direkt am Getriebe. Da sind so ein paar Gummibuchsen, die komplett hinüber sind. Und da ist auch ein Führungsstift, der ziemlich viel Spiel hat. Und wenn die Teile ankommen, das dürfte jetzt in den nächsten Tagen sein, dann bauen wir die Schaltkulisse einmal ab und überarbeiten die, dichten die auch nochmal ab, dass er da auch, da leckt im Moment auch noch raus. Und dann sollte das alles wieder fein sein. Und ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu tun. Was wir auf jeden Fall dann noch machen, ist Konservierung. Wir machen den einmal von unten richtig schön schick, sauber. Konservieren den dann, Hohlraumversiegelung. Und ja, dann geht's weiter mit den ersten Umbauten, Ausbauten. Ja, denn Dach kommt als nächstes, Fenster kommt als nächstes, Lack. Ja, und dann irgendwann kommen die großen Sachen.